kurze Unterbrechung gegeben. Ist ja nicht so wichtig. So. Wir machen uns wieder ins Edelstein sammeln. Und ins Drachen suchen. Das ist nämlich auch schon der nächste. So. Da gibt es so Feuerimmune Gefäße. Die können wir mit der Ramattacke fertig, also halt zerstören. So. Gut. Ja, das Spiel ist eben, kann ich mir mal erklären, nach dem Drachen, genau. Gerettet Linda. Wenn du einen Drachen befreist oder eine der Plattformen betrittst, kannst du das Spiel speichern. Das ist nützlich, falls mal Probleme auftreten. Nicht, dass dir sowas passieren würde, Spyro. Ja. Gut, ja, das Spiel ist für die PlayStation 1. Und ich spiele jetzt aber auf dem PS1 Simulator. Gibt es im Internet zum Runterladen. Ich werde euch danach noch den Link zu dem Tutorial geben, wie ich das gemacht habe, weil ohne dem Tutorial hätte ich das nicht geschafft. Und ja. Es werden auf jeden Fall jetzt mehrere PlayStation 1 Spiele kommen. Und das habe ich nämlich so gemacht. Es gibt ja Leute, die das Spiel zum Beispiel nicht haben. Ja. Die müssen, das werden wir jetzt so ISOs machen, die man aus dem Internet runterladen. Aber da ich das Spiel original habe, muss ich nur die CD in meinen Computer einlegen und dann hat sich das. Ja. Gut, nein, ich glaube, es gibt mehrere. Kristalle ist 100. Ja, Kristalle hat eh gestimmt. Wow. Alter. So. Ich kill jetzt mal ein Schaf, dass ich da wieder Leben bekomme. Mal ein bisschen zu viele. Wie komme ich denn da hinauf? Ah. Oh. Da wahrscheinlich hinauf. So. Da ist ein Drache. Sehr gut. Gerettet Gildas. Spyro, mein Freund, möchtest du was über das Gleiten lernen? Klar doch. Für den längsten Gleitflug drück am höchsten Punkt des Sprungs die X-Taste. Um zu landen, drück im Flug die Dreieck-Taste. Ja. Mit 6 Drachen haben wir jetzt. Wo muss ich denn jetzt hin? Dahin muss ich, ne? Ne. Nicht nochmal. So, was gibt's denn hier? Jetzt sind wir am Rand der Map. Wenn ich dann endlich weit hinauslaufen. Ja, okay, da ist eine Barriere. Da ist eine Truhe. Gut, dass ich mich da jetzt hier umgeschaut habe. Und ich höre da so einen Dieb. Da habe ich ihn schon. Sehr schön. Was ist das? Sieht aus wie ein Ei. Ja, tatsächlich. Ein rosanes Ei einfach. Ja. Da ist ein Drache. Wieder. Und ich werde natürlich versuchen, in jeder Welt jetzt alle Diamanten zu sammeln. Denn, ja, es gehört sich irgendwie für ein Let's Play. Wow. Ein Geheimgang. Ja, gerettet. Garvin. Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie viel Kraft sie hat. Wenn sie Schmetterlinge isst, bleibt sie stark. Genau wie ich. Ja, klar. Ja, 7 Drachen haben wir schon.
können wir nur mit einem Schlüssel aufsperren, diese Truhe. Einen Schlüssel haben wir nicht. Also müssen wir wieder hinausgehen. So, wo waren wir denn noch nicht? Da bilden sich noch welche. So. Und den hole ich mir jetzt. Bam. So. Das ist ein Leben. Sehr schön. Ja, da hinten ist ein Geheimgang, das sehe ich da schon. Und ich höre es auch. So, zuerst mal Astor retten. Nachdem du alle Drachen befreit hast, durchquere dieses komische Wirbelsturm-Dings, um in die Artisan-Welt zurückzukehren. Dazu kann ich dir eine Geschichte erzählen? Nein, danke. Tschüss. Ja, unhöflich wie wir sind, lehnen wir ab. Und gehen da jetzt diesen Geheimgang hinunter. Hier sind noch ein paar Diamanten. Ich nenne jetzt einfach Diamanten, weil das natürlich dann nie damit zurechtkommen. Ja, und jetzt können wir auch diese Truhe öffnen. Was echt gut kommt. Ich hoffe, da sind diese restlichen 19 Diamanten drinnen. Und wenn nicht, dann muss ich die noch suchen. Denn ich mag schon alle haben. So. Ja, der Schlüssel fliegt und sperrt die Truhe auf. Das sind keine 19, oder? Nee, scheiße, mir fehlen noch welche. Aber wo könnten die sein? Sind die da drin? Nee, das kann nicht sein. Muss ich nochmal umschauen, sorry Leute, aber ich mag das unbedingt komplett haben. So, da ist nichts. Gut, da, nächste Abzweigung. Muss doch da irgendwo sein. Da sind wir gegen die Mauer gelaufen. Gut, dann müssen wir hier schauen. Mal hinauf. Gut, wo kommen wir hier hin? Nirgendwo, okay. Ja, war natürlich jetzt keine Absicht. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Irgendwo. Wow. Was ist untergefallen? Ich kann mir nur vorstellen, dass da irgendwo was ist. Und da ist tatsächlich noch was. Sehr gut. Das ist auch nicht genug. Denn noch was? Das finde ich irgendwie komisch. Denn hier oben, glaube ich, ist ja auch nichts mehr. Aber ich schaue nochmal nach. Da sind noch welche. Ist noch nicht genug. Da ist nichts mehr. Okay. Wo? Ich schätze mal ein Diamant fehlt ja noch. Und das ist echt bitter, dass ich den nicht finde. Da ist der. Komm schon. Ja, nice. Alle Diamanten. So, jetzt können wir auch stolz das Level verlassen. So. Sehr gut. Und ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Ich glaube nämlich, ja, ungefähr 23 Minuten. Mit bisschen Unterbrechung.
Ja, egal. Mach einfach bis 30, dann passt das schon. So, wie viele Drachen habe ich denn jetzt? Ach, zwei fehlen mir noch. Und die schätze ich in den anderen Welten. Da ist. Oh, da ist auch eine. Genau. Den holen wir da auch noch. Ist nur gut für uns, da wir diese Murmeln bekommen. So. Schauen wir mal. Town Square. Also irgendeine Stadt. Ja. Schauen wir mal. Okay. Die Welt kenne ich sogar noch. Ich kann mich noch erinnern an die. Obwohl das ist schon extrem lange her, als ich das gespielt habe. Ja. Nils gerettet. Willkommen auf dem Town Square, Spyro. Leite zunächst mal zu den Stieren hinüber. Sieh dich mit der L2 und R2-Taste genau um. Okay. Okay. Warum müssen wir das machen? Ah, da unten sind doch noch sicher Sachen, oder? Naja, eben. Wusste ich doch. So, dann wieder hinauf. Hopp. Bin ich elegant ausgewichen. Den hole ich mir aber direkt. So, wo ist denn was, wo ich hin muss? Ja, da hinauf muss ich, bleibt uns anders übrig. Ja, okay. Okay. Da muss ich jetzt schauen, kommen wir da hinauf oder nicht. Jetzt da hinüber. Verdammt. So und so. Dann neben dran. Ja. Toll. Ich weiß schon, warum da jetzt im Leben drin war. Ja gut, okay gut, egal. Hopp und hopp und da befreien wir jetzt Devlin. Ah, danke Spyro. Meine Flügelspitze hat furchtbar gejuckt. Wusstest du, dass du den längsten Gleitflug erzielst, wenn du am höchsten Punkt deines Sprungs die X-Taste drückst? Mhm. Wurde schon erzählt. Ich schätze, dem müssen wir helfen, indem wir mal den Stier da killen. Oder? Hey! Toll, wir retten ihn vor dem Stier und der schlägt uns nur. Sozialer Hund. Ja, ist nicht zu lachen, du Dieb, du Erdendiger. Jetzt einmal so. Da ist nichts mehr. Oh ja. Da
geht's ab nach Hause. Aber da wollen wir noch gar nicht hin. Denn wir wollen ja noch die Welt fertig machen. Wo war denn der Dieb? Der ist da oben. Wie soll ich denn da hinkommen? Schauen wir mal. Ja, das muss sich ausgehen. Das geht sich hundertprozentig aus. Hopp. Ja. Das war irgendwie klar. Das kann uns aber egal sein, dass dieser wegläuft. Ich werde den sowieso noch einholen. Wo ist denn der hin? Ja, ja, lach nur. Du bist schon noch gekillt. So. Da hatte ich jetzt Angst. Mag nicht runterfallen. Sehr gut. Bleibt vielleicht nichts anderes übrig. Müsst ihr mich verarschen. Da ist der Ernst halt einfach so aufgesprungen. Oh mein Gott. Das kannst du nochmal machen. So. Boah, jetzt fängt es langsam an zu laggen. Warum auch immer. Und los. Nein! Och, Mann. So. Die Welt mal noch fertig, dann werde ich die Aufnahme pausieren. Dich hole ich mir. So. Zeit ist ey. Sehr gut. So. Für was auch immer die gut sind. Ich habe sie auf jeden Fall eingesammelt. So, dann da hinüber und dann da hinüber. Okay. Okay, da war Gold, da war 10 wert. Geht sich aus bis 200, sehr schön. Jetzt habe ich Tor gerettet. Danke, dass du mich befreit hast. Ja, kein Problem. Gut. Und ich denke auch... ja, Spiel speichern. Spiel gespeichert, sehr schön. Dass ich das jetzt schon mal habe. Jetzt rette ich diesen Drachen hier. Alba. Spyro. Hast du hier irgendwo einen blau gekleideten Mann gesehen? Er ist ein Dieb und er hat ein Drachenei gestohlen. Du musst ihn fangen und das Ei zurückholen. Lauf, lauf! Ich bin ganz außer Atem. Okay, ja. Ich hab das Ei schon. So, jetzt hätte ich mal nach Hause. Und dann werde ich zu Hause auch nochmal speichern. Und dann werde ich die Aufnahme auch schon beenden. Ja, 500 Juwelen habe ich jetzt. Und wo kann man besser speichern als bei diesem Drachen da? Ja, ich will speichern. So, und jetzt werde ich mal die Aufnahme beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr dranbleiben wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt Spyro the Dragon. Und ja, dann ciao Leute. Euer Feldzeug-P.